Carsten, vorbereitet sind bereits einige Tage alte. Wie sind deine bisherigen Eindrücke und wo liegen auch die Stärken? Ja, wir sind gut in die Vorbereitung gekommen und dadurch, dass ich natürlich auch viele Einheiten selber verfolge am Trainingsplatz, ist schon klar zu erkennen, was das Trainerteam sich erarbeiten möchte. Genau das, was wir letztes Jahr eigentlich auch schon angefangen haben, uns zu erarbeiten, diesen Prozess weiter fortzuführen, um eine klare Spielidee zu haben natürlich auch. Es gilt einmal, die defensive Kompaktheit zu erhalten, die wir uns erarbeitet haben in der letzten Saison, genauso eine klare Idee mit dem Ball zu haben auch, ja, dass wir da mehr Lösungen uns kreieren auch und nichtsdestotrotz wissen wir natürlich auch um die Schwere in der nächsten Saison mit den Mannschaften, die uns da erwarten, dass wir auch Spiele haben werden, wo wir nicht so viel Ballbesitz haben werden und da natürlich auch nochmal im Umschaltspiel viel arbeiten werden. Auch die Spieler, die wir dazugenommen haben, sind prädestiniert fürs Umschaltspiel. Nichtsdestotrotz gilt es für uns darum, eine klare Spielidee zu haben halt auch. Ja? Dass wir mutig auftreten und das führen die Trainer gerade den Jungs zu Gemüte, dass wir da bestmöglich vorbereitet sind. Wo wir auf das Thema Vorbereitung sind, sind wir natürlich auch bewusst im Trainingslager auf der Suche gewesen nach Gegnern, die uns dahingehend auch fordern, wo wir mutig auftreten müssen. Wir haben mit Feyenoord Rotterdam und Werder Bremen sicherlich zwei internationale Top-Gegner auch, die uns da fordern werden, wo wir aber auch mit voller Energie reingehen werden auch und die Sachen, die wir uns dann erarbeitet haben, bestmöglich umzusetzen. Wir haben jetzt natürlich eine lange Vorbereitungszeit, seit dem 17. Juni sind wir dabei. Von daher geht es darum natürlich auch, dass die Spieler das schnellstmöglich verinnerlichen und das dann auf den Platz kriegen. Es sind im Sommer viele jüngere Spieler zum Team dazu gestoßen. War das ein bewusster Schritt, beziehungsweise was für Chancen und Risiken bringt das auch? Ja, zuerst einmal muss man sagen, dass das Trainerteam um Dirk Schuster natürlich hervorragende Arbeit in den vergangenen Jahren hier geleistet hat. Ohne die sicherlich der Zweitliga-Fußballer in der letzten Jahr hier oder in der letzten Saison nicht darstellbar gewesen wäre. Und wir hätten nicht die Möglichkeit gehabt, uns an Spielern zu erfreuen wie Serdar Dursun, Marcel Heller oder auch den anderen Jungs halt auch. Und für uns ging es ja auch darum, im Winter Erfahrung dazu zu verpflichten, ob es ein Matthias Wittek gewesen ist, ein Viktor Paulsson oder ein Patrick Herrmann, aufgrund der Tabellensituation natürlich auch Erfahrung mit einzubauen auch. Jetzt im Sommer ist eine gute Möglichkeit für uns, dass wir junge, hungrige Spieler bei uns verpflichten können auch, die den nächsten Schritt mit uns gehen möchten, die auch die Qualität dazu haben. Es sind sicherlich einige Spieler dabei, die noch keine Zweitliga-Erfahrung haben, aber auch da muss man halt auch sagen, dass wir den Jungs die Zeit geben, dass man jungen Spielern natürlich auch Fehler eingestehen muss, dass sie sich entwickeln können. Wie gesagt, es sind auch Jungs dabei, die schon Zweitliga-Erfahrung haben, aber wir wollen die Spieler entwickeln und auch den nächsten Schritt mit den Spielern hier natürlich zusammen machen auch. Um das ein bisschen salopp zu formulieren, ist es halt so, dass diese jungen Spieler halt wie eine zarte Pflanze sind, wie eine Lilie, die wir hegen und pflegen. Ja, und die wir dann Stück für Stück wässern und die natürlich mit uns wachsen sollen und selber auch wachsen sollen, sodass wir alle da was von haben. Die allseits beliebte Frage in der Vorbereitung, wie lauten unsere Ziele für die neue Saison und was erhoffen wir uns von der Spielzeit 2019, 2020? Also Fakt ist, und das kann ich hiermit bestätigen, wir werden sehr, sehr ehrgeizig in die Saison gehen. Wir werden in jedes Spiel gehen und den Anspruch haben, dieses Spiel zu gewinnen. Vom 1. bis zum 34. Spieltag. Da ist es uns dann auch egal, ob wir gegen einen Aufsteiger spielen, ob wir gegen Stuttgart oder Hannover spielen. Für uns geht es einfach darum, den Prozess, den wir letzte Saison angestoßen haben, einfach fortzuführen. Was eine defensive Kompaktheit angeht, uns da zu verbessern, die Anzahl der Gegentore zu minimieren. Genauso geht es darum, auch spielerische Lösungen mit dem Ball zu erarbeiten, halt auch zu mehr Torchancen zu kommen, auch um da die Schritte voranzugehen halt auch. Im Fußball wissen wir alle, das ist ein Tagesgeschäft. Unser Kader ist noch nicht ganz komplett. Von daher macht es auch keinen Sinn, irgendwelche tabellarischen Saisonziele rauszugeben, sondern wollen uns die Ziele, die wir uns gesetzt haben, was ich eben gerade schon erwähnt habe, natürlich erreichen. Auch. Des Weiteren muss man natürlich auch beachten, dass wir ein paar junge, hungrige Neuzugänge haben. Und da muss man halt auch schauen, wie schnell akklimatisieren sie sich in der Mannschaft. Darüber hinaus, wie schnell akklimatisieren sie sich in der Liga, um dann für uns auch die gewünschten Verstärkungen darzustellen. Grundsätzlich freuen wir uns alle auf die neue Saison und wünschen uns viel Erfolg dafür.